Mit ca. 1,5 Kilo ist die Leber die größte Drüse, die wir in unserem Körper haben. Für unseren Stoffwechsel ist die Leber der zentrale Ort. Aber auch für die Entgiftung von Stoffen oder die Produktion von Galle spielt dieses Organ eine entscheidende Rolle. In diesem Video schauen wir uns zunächst die Anatomie der Leber an. Besonders konzentrieren wir uns hier auf die Lage der Leber, den makroskopischen Aufbau und die verschiedenen Leitungsbahnen. Zum Schluss schauen wir uns noch die einzelnen Funktionen der Leber an. Viel Spaß! Die Leber liegt direkt unter dem Zwerchfell und zum größten Teil im rechten Oberbauch. Wir sehen in dieser Abbildung aber auch gut, dass sie aufgrund ihrer Größe auch bis in den linken Oberbauch ragt, wo sie dort vor dem Magen liegt. Die Leber ist aufgrund ihrer zentralen Position im Oberbauch in Kontakt mit verschiedenen Bauchorganen. Neben dem Magen steht das Organ noch in enger Lagebeziehung zum Ösophagus, zum Duodenum, zur rechten Kolonflexur sowie, wie man hier sehen kann, zur rechten Niere und Nebenniere. Doch wie ist die Leber jetzt eigentlich aufgebaut? Da die Leber intraperitoneal liegt, ist die Oberfläche vom Organ zum größten Teil vom Peritoneum, also dem Bauchfell, bedeckt. Eine Ausnahme ist hier unter anderem die Area nuda, also direkt übersetzt die nackte Fläche, welche peritoneal frei ist und dadurch rau erscheint. Ebenfalls ist die Leber an dieser Stelle fest mit dem Zwerchfell verwachsen. Ganz allgemein unterscheidet man bei der Leber zwei Flächen. Man hat zum einen eine Oberseite, die Facies diaphragmatica, die, wie der Name schon erahnen lässt, in Richtung Zwerchfell zeigt. Wenn wir jetzt einmal von caudal, also von unten auf die Leber schauen, erkennen wir die zweite Fläche, welche auch als Facies visceralis bezeichnet wird. Diese Fläche ist jetzt den Bauchorganen zugewandt. Insgesamt lässt sich die Leber rein äußerlich in vier verschiedene Lappen einteilen. Von dieser Ansicht, also von ventral auf die Facies diaphragmatica, können wir den rechten und linken Leberlappen erkennen. Getrennt werden die beiden durch eine Bandstruktur, nämlich durch das Ligamentum falciforme. Am unteren Rand des Ligamentum falciforme befindet sich ein Relikt der ehemaligen Vena umbilicalis, das sogenannte Ligamentum teres hepatis. Die Vena umbilicalis hatte während der Embryonalentwicklung die überlebenswichtige Funktion, sauerstoffreiches Blut von der Plazenta in Richtung des fetalen Herzens zu transportieren. Weiterhin können wir erkennen, dass das Ligamentum triangulare sinistrum und das Ligamentum triangulare dextrum die Area nuda begrenzen. Zusammen werden diese beiden Bandstrukturen auch als Ligamentum coronarium bezeichnet. Um nun die letzten beiden Lappen zu finden, wechseln wir einmal unsere Ansicht und schauen nun von caudal auf die Leber. Wie wir sehen können, befindet sich der Lobus quadratus in der Nähe von der Gallenblase. Und der Lobus caudatus liegt topografisch nahe an der Vena cava inferior. Bleiben wir doch erstmal in dieser Ansicht und schauen uns eine weitere wichtige Struktur der Leber an, nämlich die Leberpforte. Die Leberpforte ist eine Ein- und Austrittsstelle für wichtige Leitungsbahnen der Leber, nämlich für den Ductus hepaticus communis, die Vena porta hepatis, welche man auch als Pfortader bezeichnet, sowie die Arteria hepatica propria. Zusammenfassend werden diese drei Strukturen auch als portale Trias bezeichnet. Wie wir bereits gesehen haben, können wir rein anatomisch von außen vier unterschiedliche Leberlappen erkennen. Allerdings ist diese Einteilung wirklich rein morphologisch und hat für die Funktion des Organs keine wirkliche Relevanz. Für die Leberchirurgie ist es zum Beispiel wesentlich wichtiger, dass man weiß, dass die Leber in insgesamt 8 funktionelle Segmente aufgeteilt ist. Diese Einteilung entsteht dadurch, dass sich die Äste der portalen Trias innerhalb der Leber weiter aufteilen. Insgesamt entstehen so 8 funktionelle Untereinheiten, welche jeweils eine eigene Versorgung besitzen. Wenn sich jetzt zum Beispiel ein Tumor in einem Segment befindet, kann nun operativ alleine dieses Segment entfernt werden, ohne dass die restliche Leber insgesamt einen großen Schaden nimmt. Doch wie werden die verschiedenen Segmente überhaupt unterschieden? Insgesamt werden die einzelnen Lebersegmente mit römischen Ziffern von 1 bis 8 durchnummeriert. Von den linken Ästen der Lebertrias werden die Segmente 1 bis 4 versorgt und man kann diese Segmente daher auch als linken Teil zusammenfassen. Der rechte Leberteil umfasst die noch übrigen Segmente 5, 6, 7 und 8, welche von den rechten Ästen der Lebertrias versorgt werden. Schauen wir uns jetzt einmal die Blutversorgung der Leber einmal etwas genauer an. Besonders an der Leber ist, dass das Organ über zwei Wege mit Blut versorgt wird. Zum einen über die Arteria hepatica propria und zum anderen über die Vena porta hepatis. Bei der Arteria hepatica propria handelt es sich um eine Fortsetzung der Arteria hepatica communis, also einem Hauptast des Truncus coeliacus.
Wie wir bereits gesehen haben, zieht die Arteria hepatica propria zur Leberpforte und teilt sich dort typischerweise in einen linken und rechten Ast auf. Die Pfortader hat nun die Funktion, das nährstoffreiche, aber sauerstoffarme Blut der unpaaren Bauchorgane zur Leber zu führen. Zu den unpaaren Bauchorganen zählen die Milz, der Magen, das Pankreas und der Darm. Die Pfortader bildet sich, wie wir hier sehen können, aus drei großen Venen, nämlich der Vena splenica, welche im klinischen Alltag oft auch als Vena lianalis bezeichnet wird, der Vena mesenterica superior und der Vena mesenterica inferior. Das bedeutet also, dass das nährstoffreiche Blut der unpaaren Bauchorgane erst die Leber und den Leberstoffwechsel passieren muss, bevor es weiter in den Körperkreislauf gelangt. Was jetzt noch fehlt, ist der venöse Abfluss der Leber. Insgesamt drei große Lebervenen, die Venae Hepaticae, sammeln das Blut aus kleineren Venen im Lebergewebe und leiten es im Anschluss in die Vena cava inferior weiter. Zu guter Letzt mündet dann die Vena cava inferior in den rechten Vorhof des Herzens. Machen wir nun weiter mit der Innervation der Leber. Dies erfolgt über den Plexus hepaticus, einem vegetativen Nervengeflecht, das sich um die Arteria hepatica propria befindet und mit diesem Gefäß in Richtung Leber zieht. Eine gesteigerte sympathische Innervation führt nun dazu, dass zum Beispiel vermehrt Glykogen abgebaut wird, um den Blutzuckerspiegel zu steigern. Die parasympathische Innervation hat als Folge, dass unter anderem die Produktion von Galle für die Nahrungsaufnahme erhöht wird. Nachdem wir uns jetzt viel mit dem Aufbau und der Struktur befasst haben, schauen wir uns zum Abschluss dieses Videos noch die Funktionen der Leber an. Als ein wahres Universaltalent ist das Organ an zahlreichen Prozessen beteiligt. So ist die Leber zum Beispiel das zentrale Stoffwechselorgan. Wie wir bereits vorhin bei der Blutversorgung gesehen haben, gelangen über die Pfortader Nährstoffe, die über den Verdauungstrakt aufgenommen wurden, direkt zur Leber, wo weitere Synthese- bzw. Verarbeitungsschritte stattfinden. Sowohl für den Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel ist das Organ daher unverzichtbar. Leider sind die einzelnen Stoffwechselschritte zu umfangreich für ein einzelnes Video, weshalb es noch weitere Videos zu den jeweiligen Prozessen geben wird. Neben der Synthese und dem Abbau ist die Leber auch noch in der Lage, Nährstoffe zu speichern. So wird zum Beispiel Glucose als Glykogen gespeichert, aber auch fettlösliche Vitamine, Eisen oder Kupfer können innerhalb der Leber eingelagert werden. Eine weitere wichtige Funktion der Leber ist außerdem die Entgiftung. Oft wird dieser Prozess auch als Biotransformation bezeichnet. Man versteht darunter, dass körperfremde Stoffe, wie zum Beispiel Medikamente, aber auch körpereigene Stoffe, die zum Beispiel als Abfallprodukte bei Stoffwechselprozessen entstehen, umgewandelt werden, damit sie mit dem Urin bzw. der Galle ausgeschieden werden können. Damit habe ich auch schon eine weitere Funktion vorweggenommen, nämlich die Produktion von Galle als exokrine Drüse. Exokrin bedeutet in diesem Fall, dass das Sekret nicht ins Blut abgegeben wird, sondern ins Darmlumen. Ca. 600 bis 800 ml Galle werden pro Tag von der Leber hergestellt. Galle wird im Darmtrakt benötigt, um Fette zu verdauen, die mit der Nahrung aufgenommen werden. Ebenfalls ist die Leber wichtig für die Immunabwehr, aber auch für die Blutgerinnung. So werden zum Beispiel die akute Phaseproteine, wie das CAP, aber auch die Gerinnungsfaktoren in der Leber hergestellt. Ich hoffe, dir hat dieses Video über den Aufbau der Leber gefallen. Wenn du mehr Videos zu verschiedenen Themen der Anatomie oder Physiologie sehen möchtest, abonniere doch gerne meinen Kanal.